Herzlich willkommen und Glück auf dem Podcast-Kanal der Stadt Schwarzenberg. Freuen Sie sich heute auf interessante Gespräche rund um den Erzgebirgskrimi. Schon seit 2018 hat das Erzgebirge seine eigene Krimireihe. Und siehe da, der Erzgebirgskrimi ist eine Art Quotengarant. Zwischen 7 und 8 Millionen Zuschauer schalten ein, wenn Winkler und Schabo ermitteln. An diesem Samstag flimmert die neue Folge, Folge Nummer 5, verhängnisvolle Recherche direkt in die Wohnzimmer. Und das erneut zur besten Sendezeit am Samstagabend, 20.15 Uhr, natürlich im ZDF. Ich hatte das große Glück, die Vorpremiere in der Villa Esche in dieser Woche zu erleben und kann nur sagen, es ist aus meiner Sicht eine spannende und extrem gut erzählte Geschichte. Für mich ganz ehrlich die bisher beste Folge der Reihe. Ungeachtet der Samstagspremiere wird aktuell auch gedreht, die 7. Folge nämlich schon, unter dem Arbeitstitel Mettenschicht. Ein Hauptdrehort ist diesmal die Schwarzenberger Vorstadt gewesen, in der ein Weihnachtsmarkt aufgebaut wurde. Am Rande des Sets ergab sich die Gelegenheit für Interviews. Zum 7. Mal steht Theresa Weisbach für den Erzgebirgskrimi vor der Kamera. Weisbach spielt die Försterin Saskia Bergelt, die den Kommissarin gern mal bei den Ermittlungen unter die Arme greift. Die 40-Jährige stammt aus Stolberg, sammelte im Kinder- und Jugendtheater Buratino erste Bühnenerfahrungen. Ja, und für die Dreharbeiten kehrt sie gern in ihre alte Heimat zurück. Schwarzenberg beispielsweise kennt sie wirklich schon seit Kindertagen. Also meine Eltern, die haben ja eine Bäckerei und als ich noch klein war, dann haben die ja jedes Jahr mit den Mitarbeitern eine Weihnachtsfeier gemacht. Und einmal fand diese Weihnachtsfeier auch hier in Schwarzenberg statt zum Ritteressen. Und da durften mein Bruder und ich mit dabei sein. Und daran kann ich mich total gut noch erinnern, an dieses Ritteressen, das ich als Kind mal so richtig mit Fingern essen durfte. Und das war eben hier in dieser Stadt. Und das verbinde ich mit Schwarzenberg, dieses Gefühl von Freiheit und sowas ganz Neues ausprobieren. Ja, aber zum Weihnachtsmarkt, muss ich sagen, war ich damals noch nicht. Kann ich mich zumindest nicht erinnern als Kind. Und umso schöner ist es natürlich jetzt für mich, dass ich jetzt hier als erwachsene Frau, als Saskia Bergelt, eben den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt besuchen kann. Jetzt müssen wir mal ganz kurz nochmal erklären, also dass wir aktuell in einem Tunnel sitzen und dieser Tunnel unter dem Schloss, der ist natürlich längst stillgelegt. Ab und zu gibt es hier mal Modelleisenbahnausstellungen, aber jetzt für den Dreh ist er ganz wichtig. Ja, weil dieser Tunnel, der bietet uns Schutz und Wärme. Wir haben hier einen Aufenthaltsraum eingerichtet und verbringen hier unsere Mittagspause. Also das ganze Drehteam, wir Schauspieler und auch die Komparsen essen hier. Und das ist natürlich total aufregend. Es ist so eine spannende, interessante Kulisse. Und das ist ja auch immer wieder das Schöne an meinem Beruf, dass wir zu den unterschiedlichsten und entlegensten Orten reisen können und an ganz ungewöhnlichen Schauplätzen einfach arbeiten dürfen. Jetzt spielen Sie schon zum 7. Mal die Rolle der Saskia Bergelt, die Försterin im Erzgebirge. Haben Sie ein bisschen Angst schon, dass Sie zu sehr auf diese Rolle festgelegt werden? Nee, diese Angst habe ich eigentlich nicht, weil es ist vielmehr eine Freude und eine Dankbarkeit, dass ich diese Rolle spielen darf. Weil ich bin ja dreifache Mutter und so ein tolles Format zu haben, ist einfach ein ganz gutes Gefühl und wirklich schön. Und ich freue mich auch, dass eben meine Region hier so zur besten Sendezeit eben in den Fokus gerückt wird. Also wir laufen ja Samstagabend 20.15 Uhr. Wirklich die Unterhaltungsfernsehzeit am Wochenende. Und das ist einfach so eine tolle Werbung für die Region, für meine Heimat. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und da bin ich sehr stolz drauf, da eben ein Teil davon sein zu können. Jetzt kehren Sie ja auch immer wieder zurück an den Ort des Geschehens, also ins Erzgebirge. Gibt es da auch schöne, interessante Begegnungen für Sie? Also für mich heute, es ist heute mein erster Drehtag. Wir drehen hier mitten in Schwarzenberg, stellen da den Weihnachtsmarkt nach, haben sehr, sehr viele Komparsen, die über den Weihnachtsmarkt eben schlendern. Und
so herzlich, wie ich da aufgenommen wurde, mit so einer Begeisterung und Freude. Das ist einfach ganz toll. Ich meine, hier wird ja wenig gedreht und die Leute sind noch so ganz, naja, unbedarft und noch wahnsinnig offen. Und das ist einfach so schön. Und das ist so für mich so ein ganz toller, ganz tolles Willkommen. Und ja, da freue ich mich einfach, dass ich hier in meiner Heimat, wo ich eben aufgewachsen bin, dass ich da eben regelmäßig immer wieder zurückkommen kann. Die Einschaltquoten des Erzgebirgskrimis sind natürlich auch richtig klasse. Hat sicherlich auch viel mit der Region zu tun. Also ich verfolge das immer jetzt so in den sozialen Medien. Man ist da heiß drauf, dass die neue Folge kommt. Am 19. übrigens ist es wieder soweit. 19. Februar, genau. 19. Februar. Können wir ruhig mal Werbung dafür machen. Sind die Reaktionen auch Ihnen gegenüber immer wieder positiv oder gibt es da vielleicht auch mal zurückhaltende Äußerungen? Nee, es gibt durchaus auch kritische Stimmen und das finde ich auch gut so. Es kann ja ruhig diskutiert werden, finde ich auch wirklich auch interessant. Aber der Großteil freut sich schon und sieht die Chance, also die dieser Krimi einfach hier bietet für die Region. Ne? Da kommen ja auch immer sehr, sehr viele Leute hierher. Und ich glaube, dass dann später bestimmt auch der eine oder andere Fernsehzuschauer sagt, na Mensch, da fahren wir jetzt auch mal hin. Also das hat man ja bei so Formaten wie der Bergdoktor, sieht man das ja, oder der Spreewald-Krimi hat ja nachweislich dann den Tourismus wirklich angeregt. Ja. Und das würde ich mir einfach für meine Region hier auch wünschen. Und kritische Stimmen, naja, da steht ja immer so im Fokus, natürlich das beliebte Thema Glück auf. Und da kann ich jetzt nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, ja, ich kann auch Gauf sagen oder Glück auf. Das kann ich alles machen. Also das ist überhaupt kein Problem. Das aber steht ja nicht jeder. Wir müssen das ja im Großen und Ganzen immer sehen. Und da höre ich auch die meisten kritischen Stimmen natürlich, was den Dialekt anbelangt. Aber da werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Erstmal gibt's ja nicht das Erzgebirgisch, weil in jedem Dorf wird ja ein bisschen anders gesprochen. Im Oberdorf anders als im Unterdorf. So, und ich meine, wir wollen ja natürlich auch nicht nur die Erzgebirger bedienen, sondern ganz Deutschland. Und sogar noch wollen wir, dass Leute in Österreich oder in der Schweiz zugucken. Deshalb auch diese tollen Einschaltquoten. Und ich glaube, das gelingt uns nur, wenn wir da auch ein bisschen vielleicht den Dialekt abmildern, um einfach verständlich zu sein. Und klar würde ich mir wünschen, dass es mehr Kollegen sprechen, aber es gibt nun mal nicht so viele sächsische oder erzgebirgische Kolleginnen und Kollegen, wie es bayerische gibt. Also das wird ja oft auch dieser Vergleich gebracht, warum in Bayern, da reden alle total bayerisch, warum kann das hier nicht so sein? Das verstehe ich da nicht. Also das kann man wirklich nicht vergleichen. Dann kommen wir schon zur letzten Frage, denn ich weiß, Sie haben heute noch ein bisschen was vor und ein bisschen was zu tun. Und zwar, das Kernteam ist ja seit 7 Folgen das Gleiche und trotzdem gibt es immer mal wieder logischerweise andere Schauspieler, neue Schauspieler. Und ein Name ist mir diesmal aufgefallen, Wolfgang Stumpf. Wie sehr freuen Sie sich auf diese Zusammenarbeit? Und es hat mich total gefreut, dass er diesmal mit von der Partie ist. Aber ich werde gar nicht mit ihm zusammen drehen. Wir werden uns vor der Kamera leider nicht treffen. Umso mehr hoffe ich natürlich, dass wir uns hinter der Kamera mal vielleicht auf ein Bierchen oder so sehen. Aber diesmal haben wir nicht das Vergnügen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es einen unglaublichen Gewinn für unsere Folge jetzt, dass er mit dabei ist. Dann vielen Dank. Eine schöne Zeit im Erzgebirge und natürlich gute Quoten auch schon jetzt für die 5. Folge, die, wie gesagt, wir betonen es immer gern nochmal an dieser Stelle, am 19. Februar 20.15 Uhr zu sehen sein wird. Vielen Dank. Danke. Petra Herzler-Grossmann gehört zur Crew der NFP, der Produktionsfirma, die im Auftrag des ZDF die Erzgebirgskrimis dreht. Herzler-Grossmann ist die Chefmaskenbildnerin und sorgt dafür, dass die Darsteller immer perfekt aussehen. Ja, dass sie rollengerecht aussehen. Manchmal sehen sie dann auch gerade mal nicht schick aus.
Worauf kommt es denn da an? Also das sind Außendreharbeiten, da muss man ja sicherlich ganz anderes beachten, als wenn man jetzt totschick zu einer Gala geht. Ja, auf jeden Fall müssen die Schauspieler eben so aussehen, dass es nicht ablenkt, dass sie so aussehen, wie ihre Rolle entsprechend gestaltet ist. Also dass sie zum Beispiel nicht, mit sauberen Fingernägeln unter einem zu reparierenden Auto hervorkriechen oder aus dem Wald kommen oder so mit super geglätteten Haaren am Ende des Tages irgendwo aus einem Tunnel kriechen oder aus dem Stollen kommen. Obwohl ja alles sehr gut und genau getaktet ist und viel Zeitdruck herrscht, sie bringen hier so eine Ruhe rein, ist mir aufgefallen. Also gerade auch jetzt vorhin habe ich sie mit Theresa Weisbach erlebt. Das ist eine Ruhe und eine Gelassenheit, das gefällt mir. Das finde ich toll, das höre ich jetzt richtig gerne. Also ist das sowas, was man lernen muss? Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt, weil es wirklich ja immer außenrum ganz, schon relativ hektisch aussieht und alle so ihren Job machen und auch nebeneinander und parallel. Aber wir versuchen halt immer auch die Schauspieler möglichst in Ruhe zu halten, also abzuschirmen und ja, keine Stimmungen zu übertragen, sondern wenn dann eine gute Stimmung. Na, das auf jeden Fall. Sie sind Maskenbildnerin. Mhm. Wie groß ist das Team? Wir sind zwei Leute in der Maske und haben ab und zu Zusatzmasken, aber sehr selten. Wie viele Schauspieler sind das dann am Tag, die bei Ihnen vorbeikommen, um nochmal abgepudert zu werden? Gehören da auch die Komparsen dazu oder ist das dann nicht erforderlich? Also die Komparsen sehr selten. Dafür haben wir dann meistens Zusätze. Wir gucken schon immer über die drüber, aber jetzt in Corona-Zeiten fassen wir die auch nicht an, sondern sagen denen dann höchstens mal, was sie zu tun dass haben. Sie sich nochmal kämmen dürfen oder Haare zusammennehmen oder aufmachen oder solche Sachen. Mhm. Gibt es Dinge, die Sie ganz besonders, also ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, schminken? Also etwas, was für Sie eine besondere Herausforderung ist, was besonders viel Spaß macht? Naja, also Spaß machen besonders so die Special Effects, also so Wunden, Narben, irgend sowas, das macht schon sehr viel Spaß. Und ich mag auch so kleine Sachen sehr gerne, also einfach ein bisschen Dreck hier und schmutzige Fingernägel und ja, ein bisschen Schweiß hier und da und so kleine Sachen, Augenringe, also einfach was so gar nicht so die große Maske ist, aber was einfach eine große Wirkung hat. Jetzt drehen Sie in Schwarzenberg die Perle des Erzgebirges. Für Sie auch eine Perle? Also finden Sie die Stadt schön oder hat man überhaupt keine Gelegenheit, einen Eindruck zu bekommen? Doch, also wir haben ja freie Wochenenden manchmal oder ich meine, wir sind ja auch an schönen Orten zum Drehen und gucken dann natürlich auch mal rundherum. Und es macht schon was aus. Also ich mag das sehr gerne, in so einer schönen Atmosphäre zu drehen. Das gefällt mir sehr. Super, ich danke Ihnen ganz sehr, wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie schön gesund, wie man heutzutage sagt. Ja, vielen Dank, Sie auch. Während die Schwarzenberger Vorstadt für Besucher gesperrt war, hatte die Produktionsfirma NFP auf dem Hammerweg-Parkplatz ihre Basis aufgeschlagen. An einem der Wohnwagen stand natürlich der Name Carina Czabo. Es ist der Rollenname von Lara Mandoki. Die 32-Jährige spielt die Kesse-Kommissarin an der Seite von Kai Schewer als Robert Winkler. Mandoki ist in München aufgewachsen. Ja, und zunächst wollte ich von ihr wissen, ob sie als Großstadtmensch dem Charme der beschaulichen Stadt Schwarzenberg etwas abgewinnen kann. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was für Prioritäten man im Leben hat und ob man eher so der ländliche Dorfmensch ist oder ob man die pulsierende Metropole braucht, die Schwarzenberg jetzt natürlich nicht so ist. Und ich bin schon jemand, für den ich, meine Heimatstadt ist ja München und ich liebe München auch sehr, aber sie ist mir auch zu klein und zu wenig wild. Und von dem her, ich finde Schwarzenberg total nett, da oben also es ist wunderschön teilweise, wirklich, muss man wirklich sagen, und genieße das total. Ich mag auch diese Kunst und Kneipe da, Freie Republik Schwarzenberg, liebe ich sehr, ist ganz toll. Aber es ist für mich unvorstellbar, so zu leben. Also Sie mögen es ein bisschen rasanter, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ich bin ein durch und durch urbaner Mensch. Jetzt ist es schon die 7. Folge. Mhm. Haben Sie, als das Ganze losging, mit diesem Erfolg gerechnet? Nee, aber ich bin grundsätzlich, nachdem das so wahnsinnig wenig einsehbar ist, wie sich diese Quoten und auch beeinflussbar ist, wie sich diese Quoten zusammensetzen, lasse ich das immer total los. Weil du hast die Aufgabe ist, so einen Job, guten Job wie möglich zu machen.
Und dann, was danach passiert, liegt alles nicht in meiner Hand. Und ich bin dann, versuche dann immer sehr, das einfach loszulassen, und ich freue mich natürlich über den Erfolg. Aber wie es so ist im Leben und wie es gerade bei uns in der Branche ist, kann auch jeden Tag vorbei sein, und das ist dann auch in Ordnung, weil es liegt einfach nicht in unserer Hand. Die Herausforderung jetzt an den ersten beiden Drehtagen ist ja so ein bisschen diese Vielzahl von Komparsen, die auch wirklich mit im Einsatz sind. Ist das auch nochmal für den Schauspieler eine große, besondere Herausforderung? Also einerseits versucht man natürlich dem gerecht zu werden, weil viele Komparsen wollen natürlich auch Fotos machen oder mit einem reden, und das ist jetzt einfach durch dieses scheiß Corona echt schwierig, weil wenn einer von uns hier Corona kriegt, dann ist der Dreh vorbei. Also deswegen ist das echt ein bisschen eine Gratwanderung, und man würde, also ich kann jetzt nur für Kai und mich sprechen, man würde, glaube ich, gerne noch viel mehr Zeit und Nähe und so weiter mit den Menschen verbringen, also die das gerne hätten, aber das ist einfach so nicht gegeben. Und ansonsten, also ich finde das immer schön, mit vielen Komparsen zu drehen. Das macht auch natürlich auch immer wahnsinnig viel mit dem Film. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass die Leute, die hier leben, auch irgendwie präsent sind im Film. Das finde ich ganz wichtig. Das Erzgebirge ist als das Weihnachtsland bekannt. Deshalb liegt es natürlich auch beim Erzgebirgskrimi irgendwie dann doch mal auf der Hand, mal eine richtige Weihnachtsfolge zu drehen. Das wird eine richtige Weihnachtsfolge sein. Aber das Wetter, das spielt ja nicht so mit, wie Sie sich's, glaube ich, gewünscht haben, oder? Nee, aber na gut, also ich bin ja in Oberbayern aufgewachsen, das ist ein bisschen höher noch, also das Voralpenland. Und da ist in den letzten 10 Jahren auch schon, also da, wo ich als Kind teilweise schneefrei hatte, ist jetzt auch nicht mehr so. Das hat sich natürlich auch geändert, und ich denke hier, was ein bisschen tiefer liegt, sowieso auch. Und so wie ich es mitbekommen habe, also ein bisschen höher ist es schon verschneit, aber hier halt nicht. Und ich glaube aber, es war teilweise verschneit im Dezember und Januar. Ja. Da konnten wir aber einfach noch nicht drehen, weil die Corona-Situation noch krasser war. Also muss man das Wetter sowieso so nehmen, wie es ist? Wir haben keine Alternative. Das ist Teil des Films und des Filmrisikos. Dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle. Wünsche Ihnen natürlich noch eine schöne Drehzeit hier in Schwarzenberg. Wie lange wird es denn überhaupt noch gehen? Also wie lange sind Sie? Bis Mitte März sind wir jetzt hier. Oder also 10. März ist, glaube ich, die letzte. Richtig Tag. Viel Arbeit noch, die genau. Auf Sie zukommt. Genau. Dann vielen Dank und alles Liebe. Ja, vielen Dank fürs Interesse. Dass das Filmprojekt läuft, dass die Drehorte klar sind, die Ausrüstung vorhanden ist, sowie Requisite und Kostüme zur Verfügung stehen, dafür ist der Produzent verantwortlich. Natürlich behält er auch das Budget für den Film im Blick. Im Fall des Erzgebirgskrimis liegt diese Verantwortung in den Händen von Clemens Schäffer. Und auch mit ihm habe ich mich in Schwarzenberg am Set des Erzgebirgskrimis getroffen. Wie viel Vorlauf braucht eigentlich sozusagen eine Produktion einer Folge des Erzgebirgskrimis? Denn eines darf man nicht vergessen, 2 liegen noch in der Pipeline. Am 19. Februar gibt es die 5. Folge. Richtig. Und die Vorbereitungen für einen solchen Film, die beginnen viele Monate vorher mit der Drehbuchentwicklung, die sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Das ist ganz normal. Und dann wird auf der Grundlage des Drehbuches, suchen wir dann Motive, besetzen die Schauspieler. Natürlich sind unsere Reihenschauspieler und Schauspielerinnen glücklicherweise immer die gleichen. Aber für die jeweiligen Episodenrollen werden dann natürlich Besetzungen gesucht. Und das ist auch ein Prozess, der viele Wochen, manchmal mehrere Monate dauert, auch die richtigen Motive zu finden und zu überlegen, wo soll die Geschichte das nächste Mal spielen. Und insofern ist das ein Unterfangen, können Sie sagen, von der Idee für einen neuen Film bis zur Fertigstellung. Das dauert meistens über ein Jahr, bis zur Ausstrahlung, dann gerne auch noch mal ein paar Monate länger. Wo soll das nächste Mal gedreht werden? Diese Frage stand natürlich auch vor der 7. Folge. Wie sind Sie da herangegangen? Also warum ist es wieder Schwarzenberg geworden? Denn schon im ersten Film war ja Schwarzenberg die Kulisse. Richtig, wir haben uns in Schwarzenberg sehr, sehr wohl gefühlt. Es war der erste Drehort, den wir hier in der Erzgebirgs-Krimi-Reihe hatten. Und wir wurden damals mit offenen Armen und großer Unterstützung hier empfangen. Und das hat uns sehr gut gefallen. Wir haben jetzt, weil wir wussten, wir suchen nach einem Weihnachtsmarkt, den man auch drehen kann. Und da spielen viele logistische Fragen neben den ästhetischen. Welcher Weihnachtsmarkt sieht besonders schön aus? Bei welchem Weihnachtsmarkt kann man
eine typische erzgebirgische Atmosphäre erzählen? Das ist natürlich eine ganz wichtige Überlegung am Anfang. Aber dann spielen wahnsinnig viele logistische Fragen eine Rolle. Und da haben wir uns verschiedene Weihnachtsmärkte in der Region angeschaut, mit den Städten gesprochen. Und dann stellte sich heraus, für uns ist es am besten, hier in Schwarzenberg zu realisieren. Und eigentlich wollten wir im Dezember drehen, auf dem tatsächlich stattfindenden Weihnachtsmarkt. Der so wunderschön ist. Und das hatten wir geplant und dann konnte der nicht stattfinden und entsprechend konnten auch unsere Dreharbeiten nicht stattfinden. Umso glücklicher sind wir, dass das jetzt überhaupt möglich ist, einen Weihnachtsmarkt nachzubauen und das hier drehen zu können. Beim Außendreh spielt natürlich immer das Wetter eine Rolle. Ich glaube aber im Winter, wenn es um einen Weihnachtsmarkt geht, noch mehr als normalerweise. Wie war die Herausforderung? Also ich glaube, Sie hatten ein paar Tage jetzt Schnee auch in Schwarzenberg. Da sind sogar ein paar Aufnahmen entstanden, die wahrscheinlich, ja, wo man mal schauen muss, oder? Man muss mal schauen, genau. Denn bei uns sind die Anschlüsse immer wichtig. Wir drehen ja selten Filme chronologisch, das heißt in der Reihenfolge der Filmhandlung, sondern wir drehen alles durcheinander. Das ist eben meistens motivabhängig und deswegen sind diese berühmten Anschlüsse so wichtig. Und wenn da das Wetter unterschiedlich ist, kann einen das schon vor ganz schöne Herausforderungen stellen. Und natürlich wünschen wir uns für einen Weihnachtsfilm auch Schnee. Und wir haben schon tolle Aufnahmen gemacht in den letzten Tagen, hier in der Region, auch Autofahrten in tollen Schneelandschaften. Und im Moment ist die Wetterprognose leider, was den Schnee angeht, nicht so günstig. Aber wir geben natürlich da unseren Optimismus und die Hoffnung nicht auf und werden dem Schnee weiter hinterherjagen. Denn das wäre für die Atmosphäre des Films natürlich besonders schön. Der Erzgebirger sagt ja immer, das ist so ein typischer 700-Meter-Winter. Also das heißt, alles, was nach 700 Metern kommt, ist weiß. Ist weiß, ja. Also müssten Sie noch ein bisschen weiter hochfahren wahrscheinlich. Ja, genau. Jetzt drehen Sie in Schwarzenberg, Perle des Erzgebirges genannt. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen geschwärmt für unseren Schwarzenberger Weihnachtsmarkt. Und der ist ja hier hervorragend nachgestaltet in der Vorstadt. Wie viel Aufwand steckt dahinter? Hat das alles die Filmcrew gemacht oder war da auch die Stadt gefragt? Da war die Stadt sehr gefragt. Ohne die Unterstützung der Stadt wäre das gar nicht gegangen. Und auch die Unterstützung dann noch einzelner Budenbesitzer und Betreiber. Und so ist es jetzt eine Mischung geworden aus Buden, die die Stadt zur Verfügung stellt und solchen, die dann eben den einzelnen Betreibern gehören. Und die haben wir einfach gebeten, könnt ihr uns die Bude zur Verfügung stellen? Natürlich mit der ganzen Ausstattung und im Grunde mieten wir das dann für diesen Drehzeitraum und das erfordert einen enormen Vorlauf, eine enorme Logistik und wir sind ganz dankbar, dass die Anwohner hier auch alle mitmachen, die wir natürlich gebeten haben, können Sie bitte die Schwibbögen wieder in die Fenster stellen? Und manche sagten, das können wir doch zu der Jahreszeit gar nicht mehr machen, das ist doch eigentlich längst vorbei. Aber ja, da ist der Erzgebirger traditionsbewusst. Natürlich, das verstehe ich auch sehr gut und umso schöner finden wir, dass jetzt doch alle mitgemacht haben, weil wir gesagt haben, naja, es ist ja jetzt auch nur für diese zwei Tage. Aber für die Kamera ist es natürlich ganz toll, wenn im Hintergrund auch in den Fenstern überall die weihnachtliche Stimmung zu spüren ist. Eine Frage habe ich natürlich noch, denn ich habe diesen massenhaften Lkw-Verkehr gesehen auf dem Hammerweg-Parkplatz. Da ist die Basis, also dort ist alles gesammelt, was irgendwie mit dazugehört. Wie viele Menschen sind an einer solchen Produktion beteiligt? Alleine an den Dreharbeiten sind es in der Regel um die 50. Aber das sind nur die Dreharbeiten. In der Vorbereitung und vor allen Dingen in der Nachbereitung eines Films, wenn dann das Bild und der Ton noch über Monate nachbereitet werden, dann kommen da noch mal 20, 30 Personen mit dazu. Insofern ist das immer schon ein ordentlicher mittelständischer Betrieb, der notwendig ist, um einfach nur einen Film herzustellen. Und entsprechend, Sie haben es beschrieben, ist dann auch unser Fuhrpark. Denn wir haben viel Technik dabei, wir haben viele Ausstattungsgegenstände dabei, wir haben Kostüme dabei. Wir haben unsere eigene Küche dabei, ein Catering, die dann jeden Tag kochen. Heute für etwa 200 Leute, weil wir hier auch so viele Komparsen haben. Auch nochmal ein schönes Detail, dass die Bereitschaft auch der Menschen hier aus dem Ort und der Umgebung an dem Film mitzuwirken so groß ist. Wir haben ganz viele Komparsen gefunden, die heute natürlich hier im Hintergrund im Grunde die Weihnachtsmarktbesucher spielen. Und das ist natürlich toll, dass das Menschen hier aus der Region sind. Jetzt findet dieser Dreh erneut unter Corona-Bedingungen statt. Das macht es, glaube ich, bei allem nicht einfacher. Das macht es natürlich nicht einfacher und das wird aber ja ganz vielen Menschen in ihren unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen so gehen. Uns natürlich genauso. Wir müssen enorm viele Vorkehrungen treffen, was Abstandsregelungen, Hygieneregelungen, Maskenpflicht angeht. Das geht gar nicht anders.
Wir testen das gesamte Team vor und hinter der Kamera täglich, gehen da sogar über die arbeits- und versicherungsrechtlichen Vorgaben noch hinaus, weil uns es auch so wichtig ist, die größtmögliche Sicherheit für das Team zu haben und für den Ablauf der Produktion. Insofern ist der Aufwand, der für so einen Drehtag ohnehin schon relativ hoch ist, natürlich durch die Corona-Bedingungen jetzt noch mal erhöht. Aber das ganze Team, alle machen das toll mit und es geht in diesen Zeiten nicht anders. Und uns ist es natürlich lieber, wir können dann trotzdem unter diesen Umständen Filme drehen, als darauf verzichten zu müssen und zu warten, bis Corona vielleicht irgendwann keine Rolle mehr spielt. Also irgendwie geht es dann halt doch immer. Jetzt habe ich schon gesagt, zwei liegen noch in der Pipeline. Am 19. Februar gibt es die nächste Folge, Folge Nummer 5 des Erzgebirgskrimis. Einer, wie gesagt, liegt noch. Wann werden wir denn mit dem rechnen können, mit Folge Nummer 7? Im Dezember dieses Jahr? Diesen Jahres, pünktlich zur Weihnachtszeit, wird dieser Film beim ZDF ausgestrahlt. Und das heißt, der, den wir im letzten Jahr gemacht haben, also Sie sagten es schon, am 19. kommt jetzt der 5. Und ich gehe davon aus, das ist noch nicht genau terminiert, dass im Herbst, Spätsommer, Herbst, der 6. dann ausgestrahlt wird. Denn wir haben mit dem ZDF schon verabredet, dass dieser, den wir hier gerade drehen, unser 7., natürlich dann zur Weihnachtszeit im Jahr 22 ausgestrahlt werden soll. Also dort, wo er hingehört, genau, wird er auch ausgestrahlt. Ja. Dann sage ich vielen Dank, wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit in Schwarzenberg und toi 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 für die Dreharbeiten. Vielen Dank Ihnen.